Hallo Freunde der Sonne, mein Name ist Ivaldo und herzlich willkommen zu einem brandneuen Let's Play. Heute spielen wir Assassin's Creed Revelations. Es ist der dritte und letzte Teil aus der Ezio Collezione und ich bin sehr gespannt, wie die Story weitergeht, wie sie zu Ende geht vor allem Dingen. Willkommen Ivaldo und natürlich willkommen liebe Zuschauer. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich würde sagen, die Option habe ich schon eingestellt. Wir hauen direkt rein in den Story-Modus. Wir springen direkt rein und wir heißen natürlich Desmond. Warum auch nicht? Let's go. Wir können ihn für ein paar Tage so lassen. Eine Woche vielleicht. Oh, das sieht aber schon anders aus ein bisschen. Wir sind auf dem Weg. Sobald die Luft rein ist. Desmond Miles. Wie schnell sich dein Leben doch verändert hat. Vor 2 Monaten warst du noch Barkeeper für Banker und Promis. Sieh dich jetzt an. Du bist Assassine. Einer von uns. Einer von den Guten. Ist doch nett. Männer und Frauen, die ihr Leben dem Schutz der Menschheit und ihrer Freiheit widmen. Anders als die Templer. Kalte und berechnete Autokraten, machtbesessene Ordnungsfanatiker. Wir tun unser Bestes, um sie zu stoppen. Ja, unser Bestes. Aber das weißt du alles noch, oder? Du weißt vom Animus, dieser Maschine, mit der wir Erinnerungen aus dem Leben unserer Vorfahren finden und nacherleben. Erst warst du Altair, ein stoischer Assassine des 12. Jahrhunderts im Heiligen Land. Dann warst du Ezio Auditore, ein reicher Italiener mit Charisma und einem Talent für Rache. Also, was habt ihr drei gemeinsam? Stimmt, den Edenapfel. Dieses seltsame Artefakt von diesem Volk, denen die vor uns kamen. Du kennst die Macht des Apfels. Du hast es selbst gefühlt. Lucy. Das war cool. Oder Desmond? Nein. Aber das wird sich bald ändern. Dein Verstand zerstreut sich, zerfällt in kleine Stücke. Und wenn du nicht bald aufwachst, dann löst du dich auf. Für immer. Okay. Ich habe das Überwachungsprogramm des Animus beendet, um Speicher freizugeben. Aber auch so bleibt es riskant. Desmond, geht's gut. Die Partition funktioniert, der Animus ist stabil und alle seine Werte sind gut. Fürs Erste. Aber das Ding wurde gebaut, um Erinnerungen nachzuerleben, nicht um kognitive Prozesse zu simulieren. Der Animus erfüllt seinen Zweck und Desmond erledigt den Rest. So ist es. Wir erledigen immer den Rest. Ich bin gespannt, was sich hier alles ändert zu den Teilen davor. Ich hoffe nicht viel. Da muss ich die Steuerung nicht wieder neu lernen. Kann mich nicht bewegen. Nein. Diesen Teil habe ich übrigens noch nie gespielt. Also, ehrlich, habe ich noch nie gespielt. Absolut blind. Absolut blind hier in diesem Teil. Der sieht ein bisschen anders aus. Der Desmond, oder? Bisschen reifer. Bisschen älter. Hallo? Hallo. Der gute Desmond also, ja? Bisschen gealtert. Hat auf jeden Fall einen dickeren Hals bekommen. So. Ich renne mal los. Ja, die Steuerung fühlt sich noch gleich an. Alter, der hatte auch ein Kreuz. Die Kante. Die Kante Desmond. Was ist das hier? Das scheint keine normale Welt zu sein. Huch. Wir spielen natürlich wieder in 45 Minuten Folgen. Doch einfach. Alle 2 Tage. 16. Wer zum Henker bist du? 16. Oh, du kennst nicht mal meinen Namen? Huch. Gott verdammt, ich bin noch im Animus. Du hast ganz schön was mitgemacht. Rebecca, hol mich raus hier. Die können nichts tun, Desmond. Du bist ein gebrochener Mann. Dein Verstand ist gebrochen. Gebrochen? Mir geht's gut. Dachte ich auch. Und sieh mich jetzt an. Reden wir, Kumpel. Okay. Ich glaube, 16 haben wir noch nie getroffen, oder? Das ist das erste Mal jetzt. Komm mit mir. Ja, wo sind wir hier? Bin jetzt schon dabei. Ist hübsch, oder? Wir sind tief im Animus.
In der alten Testroutine. Keine Erinnerung, nur einfache Physik. Mhm. Wettersimulation. Hallo Welt! Ein Glück, dass jemand die Idee hatte, dich hier reinzustecken. Das hat dich gerettet. Wovor gerettet? Eigentlich müsstest du sabbernd in der Geschlossenen sitzen und den Kopf gegen die Wand hauen. Im Moment hält dich der Animus zusammen. Und deine Vorfahren davon ab, dich endgültig ins Chaos zu stürzen. Aber wenn du keinen Sync-Knoten findest, werden all diese Persönlichkeiten kollabieren. Das wird nicht schön. Ein Sync-Knoten? Dazu komme ich noch. Moment. Oha. Da. Das fängt ja schon abgespaced an hier. Ist dein Ausgang. Ja, dann los. Du willst mich verarschen. Das Problem ist, dein Hirn ist Brei. Zu viele Personen und Stimmen für einen Kopf. Also, was kannst du tun? Du kriechst zurück in die gespeicherten Daten, suchst unvollendete Erinnerungen und dann knackst du sie auf. Beende, was du angefangen hast, bis dein Vorfahr dir nichts mehr zu zeigen hat. Das ist ein Sync-Knoten. Wenn du ihn findest, kann der Animus Desmond von Ezio und Altair isolieren und dich nach Hause schicken. In deinen Körper. Woher weißt du das alles? Weil es mir auch passiert ist. Nur mein Körper ist schon Wurmfutter. Ich stecke hier fest. Ein Wort der Warnung. Wenn du da durchgehst, verändert sich alles. Nichts ist mehr normal. Noch hast du die Kontrolle. Es liegt an dir, einen Ausweg zu finden. Was ist schon normal hier? Wenn du schnell bist, schaffst du es vielleicht noch zu Lucys Beerdigung. Was? Ja, da war doch was. Oh, ich dachte, du weißt es. Lucy. Oh Gott. Es tut mir so leid. Ich war es nicht. Ich war es nicht. Es war diese Stimme. Juno. Sie kontrollierte mich. Sie zwang mich. Juno. Diese Möchtegern-Göttin. Was mache ich hier? Was habe ich getan? Oha. Alter, was ist denn hier los? Absolut abgespaced ist das hier gerade. Kann ich mich noch ein bisschen umsehen oder gibt's hier nichts? Es ist Sean. Sean, was ist los? Lass mich mit ihm reden. Hast du... Moment, ich leg dich auf Lautsprecher. Was? Sean, William hier. Ist alles erledigt worden? Ah, euch auch einen guten Tag. Um Himmels Willen, Leute, zeigt etwas Anstand. Ja gut, beruhig dich. Oh, na super. Ja, Lucy ist tot und ich soll tun, als wäre Ostersonntag, was? Wie geht's Desmond eigentlich? Schläft er noch? Genug, Sean. Und wenn er ein Templer ist, Bill? Hm? Wenn er programmiert wurde? Das ist schon mal passiert. Nein, nicht Desmond. Klar, wenn du das sagst. Sean. Da kann ich nicht hoch. Was geht hier ab? Muss ich da durch oder kann ich mich hier noch ein bisschen umsehen? Was? Was ist das denn? Das sind alles Portale? Aber führt jedes Portal woanders hin? Ich gehe mal hier durch. Sind Sie sicher, dass Sie Desmonds Reise Teil 1? Nein, bin ich nicht. Was ist, wenn ich durch was anderes gehe? Teil 2? Nein. Okay, also das ist Teil 1. Aber was ist das hier? Ich gehe mal da durch. Mal gucken, was da steht. Mal gucken, was hier steht. Shit. Okay. Ubisoft präsentiert ein Spiel von Ubisoft Montreal. Oha. Und natürlich von Ubisoft Annecy. Und selbstverständlich von Ubisoft Bucaresto. Und selbstverständlich von Ubisoft Kiew. Und natürlich von Ubisoft Massive. Nicht zu vergessen Ubisoft Quebec. Und selbstverständlich Singapur. Wer auch sonst. What the fuck? Claudia, meine geliebte Schwester. Mm. Ich war nun eine Woche in Akkon. Sicher und voll Zuversicht. Und doch aufs Schlimmste gefasst.
Die Männer und Frauen, die mir hier Nahrung und Obdach boten, warnten mich, dass der Weg nach Masyaf vor fremden Söldnern und Banditen nur so wimmelte. Was das bedeuten könnte, wage ich nicht zu denken. Als ich Rom vor 10 Monaten verließ, hatte ich nur eins im Sinn. Zu entdecken, was unser Vater nicht fand. In einem Brief, der 1 Jahr vor meiner Geburt geschrieben wurde, erwähnt er eine geheime Bibliothek unter der Burg Masyaf, ein Heiligtum, angefüllt mit unschätzbarem Wissen. Oha. Oh lala. Also was mag ich dort wohl vorfinden? Wer wird mich empfangen? Ein Trupp übereifriger Templer? Meine schlimmste Befürchtung. Oder nichts als das Pfeifen eines kalten Windes. Masyaf hat seit nun fast 300 Jahren keine Assassinen mehr beherbergt. Können wir noch Anspruch auf die Burg erheben? Sind wir dort willkommen? Ach, ich bin das Kämpfen leid, Claudia. Nicht, weil ich müde bin, sondern weil sich unser Krieg nur in eine Richtung zu entwickeln scheint. Ins Chaos. Ich habe inzwischen mehr Fragen als Antworten. Und deshalb bin ich so weit gereist, um Klarheit zu finden. Um die Weisheiten des großen Altair zu finden. Und um der den gute Sinn Altair unseres Krieges besser zu verstehen. Und meinen Platz darin. Das sieht nicht gut aus. Sollte mir etwas zustoßen, Claudia, sollten meine Fähigkeiten unzureichend sein oder mein Ehrgeiz mich verführen, suche nicht in meinem Andenken nach Rache. Kämpfe, um die Suche nach der Wahrheit fortzusetzen, zum Wohle aller. Mein Leben ist nur eines unter Tausenden, und die Welt wird es verkraften, sollte es vorzeitig enden. Ich hoffe nicht. Das soll Ezio sein? Das sieht ja ganz anders aus. Also schon anders. Assassin's Creed Revelations. Ich meine, er ist halt älter geworden, ne? 10 Monate aber auch nur. Aber gut. Es ist Ezio. Und wir rennen. Oh. Was? Oh. Altair. Wir haben wieder Zugang zu Wissen. Altair ibn Lahad. Wenn ein einzelner Mann dafür verantwortlich war, das Gesicht der modernen Assassinen für alle Zeiten zu prägen, dann war er es. Altair ibn Lahad. Er wurde 1165 im Heiligen Land in einen Orden hineingeboren, den er sich nicht auswählen konnte. Seine Eltern hat er kaum gekannt. Trotzdem erwies sich Altair schon in jungen Jahren als hingebungsvoller Schüler und geschickter Krieger. Im Jahr 1189, gerade als der 3. Kreuzzug Fahrt aufnahm, überraschte Altair sogar seinen fürsorglichen Mentor Al-Mualim, indem er fast im Alleingang eine Welle von Kreuzrittern von den Toren der Burg Masyaf verjagte. Von diesem Tag an war der Name Altair allen Assassinen bekannt. In den nächsten 2 Jahren überstrahlte sein Ruf als sturer und doch tödlicher Krieger jeden anderen Aspekt seines mysteriösen Lebens. Von wenigen geliebt, doch von allen bewundert, waren seine unvergleichlichen Talente die Quelle seines unglaublichen Erfolgs und seiner überbordenden Arroganz. Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Seit seiner Jugend hatte Altair Anzeichen für den Besitz eines seltenen 6. Sinns gezeigt, der ihm einen unvergleichlichen Einblick in die Emotionen und Absichten von Freund und Feind gewährte. Altair trainierte und perfektionierte diesen Sinn, den die Assassinen Adlersinn nannten, insgeheim und fragte sich ständig, ob diese seltsame Fähigkeit, die ihn von allen anderen unterschied, sich eines Tages als Bürde erweisen würde. Dank der Erinnerungen, die in Altairs 5 Masyaf-Schlüsseln gespeichert sind, können wir uns nun ein eigenes Bild von diesem Mann machen, statt uns auf die vagen und offen gestandenen primitiven Einblicke des Animus 1.0 Avatar-Systems der Templer zu verlassen. Interesting! Okay. Ja, ihr findet mich nie!
Sucht überall! Von oben nach unten! Ich will seinen Kopf! So, wir nehmen natürlich den Weg von Altair. Ich werde dir das Herz herausreißen, oder? Ja, machst du schon. Ezio, Auditore da Firenze. Sohn von Giovanni und Maria. Ezio begann sein anfangs ruhiges und luxuriöses Leben im Jahr 1459 und pflegte die ersten 17 Jahre lang hauptsächlich seinen ausschweifenden Lebensstil und sein bezauberndes Äußeres. Frauen faszinierten ihn, Wein erhitzte ihn und Politik langweilte ihn. Die Straßen von Florenz waren sein Zuhause. Und ich bezweifle, dass ihn irgendetwas außerhalb der Stadtmauern interessiert hat. Doch all das änderte sich, als sein Vater und seine Brüder im Jahr 1476 aufgrund falscher Anschuldigungen wegen Hochverrats verhaftet und zum Tode verurteilt wurden. Wir haben es mitbekommen. Bei dieser Gelegenheit erfuhr er die Wahrheit über seinen geliebten Vater, nämlich dass er ein Assassine war, Angehöriger einer Elitetruppe von Freiheitskämpfern, die sich dem Schutz der Freiheit und des freien Willens verschrieben hatten. Nach der brutalen Hinrichtung seines Vaters durch die Hand eines früheren Freundes ging Ezio in den Untergrund und trat selbst den Assassinen bei. In den nächsten drei Jahrzehnten widmete sich Ezio zwei Hauptzielen. Rodrigo Borgia, den Mann, der für den Tod seines Vaters und seiner Brüder verantwortlich war, zu finden und zu eliminieren und den Assassinenorden zu stärken. Rodrigo erwies sich als wahre Herausforderung und es dauerte mehr als 20 Jahre, bis Ezio ihn ausfindig und unschädlich machen konnte. Doch nach so langer Zeit hatte sich sein Rachedurst der bereits gemildert. Allerdings erwies er sich als Segen, den inzwischen zum Papst aufgestiegenen Rodrigo verschont zu haben. Denn durch seine Einmischung erfuhr Ezio erstmals von der ersten Zivilisation, einer mysteriösen Rasse menschenähnlicher Wesen, die viele Jahrtausende vor dem Beginn menschlicher Geschichtsaufzeichnung gelebt hatte. Ezio verstand die Botschaften nicht, die von diesen Wesen hinterlassen worden waren, aber er vergaß auch nie, was sie ihm zeigten. Außerdem erhielt er als Lohn für all seine Leiden und Mühen ein ziemlich cooles Artefakt, den Edenapfel. Wo kommt denn jetzt cool her plötzlich? Kurz nachdem er Rodrigos Leben verschont hatte, griff der jüngste Sohn des Papstes, Cesare, die Villa der Auditore-Familie an, tötete Ezios Onkel Mario und stahl den Edenapfel. Das tat weh, richtig weh. Und es dauerte abermals ein halbes Jahrzehnt, bis Ezio den Apfel wieder beschafft und Cesare ins Jenseits befördert hatte. Doch danach lief es meist recht gut für ihn. Ezio verbrachte die nächsten Jahre damit, seine Ressourcen auszubauen, Rekruten auszubilden und seine eigenen Fähigkeiten als Meister und Mentor auszufeilen. Als Ezio in seinen späten Jahren langsam reifer wurde, entwickelte sich auch einige seiner seltsameren Fähigkeiten weiter, wozu auch eine seltene Form außersinnlicher Wahrnehmung gehörte. Du weißt schon, das, was die Assassinen Adlersinn nennen. Wir sind nicht sicher, woher der Adlersinn stammt. Aber wir glauben, dass er ein Überbleibsel einer Liaison zwischen unseren Vorfahren und Angehörigen der ersten Zivilisation ist. Schwer zu sagen, wie es dazu kam, aber die Realität ist oft verrückter als jede Fiktion. Wie auch immer, Ezios Adlersinn war stark ausgeprägt. Ich konnte ihn selbst erleben in meiner kurzen Zeit mit ihm, aber da ich weit weniger Zeit mit ihm verbracht habe als du, habe ich ihn nie voll und ganz erlebt. Aber du, Desmond, konntest durch den Sicker-Effekt des Animus und deine Zeit mit Ezio und Altair deine latenten Sinne zu einem Maße erwecken, das sich nur wenige vorstellen konnten. Du kannst Herrn Auditore dafür danken, dass er seine Hausaufgaben gemacht hat, damit du es nicht tun musst. Ich glaube, dieser Text ist aus der Sicht von 16 geschrieben, oder? Hört sich auf jeden Fall danach an. So, schlagen, leicht schubsen. Das ist ja alles immer noch dasselbe hier, ne? Du kannst nicht fliehen. Jetzt ist aber mal gut, Mann. Treten kann ich auch. Nee, das kannst du dir abschminken. Schmeiß dich jetzt hier rum. Okay. Kopfstoß. B-Stoß. Werfen. Alter, wie viel hält denn der aus? Haben wir keine Waffe? Wohl nicht. Okay. Okay, es ist ein Tutorial. Höchstwahrscheinlich.
Von daher ist er jetzt. Ich glaube schon. Komm, wir laufen weiter. Wir klettern weiter. Wir folgen dem guten Alter hier. Er weiß, wo es lang geht. Sehr schön. Oh. Aha. Jetzt wird's doch interessant, Freunde. Na bitte. Und was ist das hier? Ein Schwert. Das wird ja mal schöner. Dann würde ich sagen, die Klinge ist unsere Waffe. Für den Moment. Viereck drücken, um anzugreifen. Nö, das Tutorial, das kriegen wir hin. Das kriegen wir schon hin. Wir sind ja kein Anfänger, ne? Lelos, glaubst du entkommst doch? Ja. Alter, wohin? Macht er immer noch seine... Ja, macht er. Okay, sehr gut. Okay, sogar in Zeitlupe. Schön. Okay, ich muss ein bisschen reinkommen wieder in die... Ah, looten können wir die also auch. Salpeter. Mhm. Ja gut, brauchen wir nicht. Wir laufen weiter. Wir sind ja Experte in diesem Game mittlerweile. Auch das kennen wir schon aus dem letzten Teil. Ist ein Tutorial. Offensichtlich ein Tutorial, aber... Das ist wie Fahrradfahren. Das verlernt man nicht. Es sei denn, man fährt 20 Jahre kein Fahrrad mehr. Vielleicht dann schon. Aber selbst dann braucht man nicht lange für die Eingewöhnung. So, im letzten Teil waren wir eigentlich nur in Rom. Deswegen finde ich es eigentlich ganz cool, dass wir jetzt hier komplett woanders sind. Oh, das war falsch. Ja, das hat ein schönes Ende genommen für den guten Ezio, der sehr gealtert ist, muss ich sagen. Der sehr krass gealtert ist. Was, wir müssen schon wieder kämpfen? Ist das die Strafe dafür? Also dafür, dass das ein No-Death-Run werden sollte, haben wir im Tutorial schon verkackt. Hätte ich auch nicht wissen können. Also jetzt mal ernsthaft. Dieser Altair-Geist, der lenkt mich ganz schön ab. Ja, ich schieb das alles auf ihn jetzt. So. Schön, dass er auf uns wartet. Das habe ich auch ohne Altair geschafft. Die Dinger kennen wir auch noch. Tschüss. Okay, ja, ich glaube, wir sind ganz oben jetzt. Das dürfte jetzt ziemlich weit oben sein. Zum Interagieren. Das ist jetzt aber keine Synchronisation hier, oder? Oh, nein, ist nicht. Da ist aber jemand selbstbewusst. Alter Finne. Junge, mach keinen Fehler. Das ist dein letzter Fehler. Einen byzantinischen Templer mit einem Konterattentat eliminieren. Ja, natürlich. Was sagst du denn? Plündern wir direkt mal. Mal gucken, was er hat. Medizin.
immer gern gesehen. So. Wir schauen mal, wo wir hinkommen hier. Wir sind ziemlich tief gefallen. Hier geht's nicht weiter. Luftattentat. Ciao. In Zeitlupe sogar. Diese Zeitlupe gefällt mir ganz gut. Richtig gut. Keine Chance. So, und wer bist du? Kollege, dich will ich nicht umbringen, glaube ich. Sprechen. Hi. Wer bist du denn? Verschont mich, bitte. Ich bin nur Arbeiter. Ich habe Familie. Welche Arbeit verrichtet ihr? Meistens graben. Es dauerte ein Jahr, diese Kammer zu finden. Und seit gut 3 Monaten versuche ich, diese Tür zu durchbrechen. Seit 3 Monaten? Ihr seid noch nicht weit gekommen. Ich hinterlasse keinen Kratzer. Dieser Stein ist härter als Stahl. Das wird nichts werden. Diese Tür wacht über Schätze weit wertvoller als alles Gold der Welt. Ah, ihr meint Edelsteine? Ich glaube nicht. Da sind Schlüssellöcher. Wo sind die Schlüssel? Die Templer fanden einen unter dem Palast des osmanischen Sultans. Bei den anderen wird ihnen wohl ihr kleines Buch behilflich sein. Welches Buch? Ein Tagebuch oder so. Der hässliche Hauptmann, er hat es bei sich, wohin er auch geht. Der hässliche. Geht heim. Sucht euch eine ehrliche Arbeit. Oh, ich würde gern von hier verschwinden. Aber diese Männer, sie töten mich, wenn ich gehe. Packt eure Sachen. Ezio hat sich ganz schön geändert, also vom Äußerlichen her, oder? Eine Art Tagebuch. Ein geheimnisvolles Tagebuch hat die Templer nach Masyaf geführt. Finden Sie den Hauptmann der Templer und nehmen Sie es ihm ab. Den hässlichen Hauptmann steht da. Also steht da nicht, aber sollte stehen. Akzeptieren, die Verfolgung darf nicht scheitern. Ja, mein Gott, ich versuch's. Aha. Und trotzdem haut er ab. Er hat gerade noch gesagt, ich kann nicht abhauen. Die bringen mich um. Er ist der Schnellste, der rennt. Da ganz oben haben wir das das Assassinenzeichen. Interessant. Aber wie viele Schlüssel brauchen wir denn bitte? Das ist ja voll übertrieben. Okay, kriegen wir hin. Da bin ich mir sicher. Le Hauptmann, wo sind Sie? Wahrscheinlich müssen wir erstmal durch Le Tür. Mal gucken, wie hässlich er wirklich ist. Ich meine, er war auch nicht gerade die Schönheitskönigin, der uns das gerade erzählt hat, aber... Abwarten. So, schön, schön, schön. Mhm. Der Assassine darf dieses Buch nicht in die Finger bekommen. Sobald wir Leandros erreichen, werden wir ihn aus dem Dorf heraus eskortieren. Ihr bleibt zurück und sorgt dafür, dass wir nicht verfolgt werden. Einer. Ein Typ soll aufpassen. Okay, den Hauptmann der Templer finden und das Tagebuch beschaffen. Das sollten wir hinbekommen. Dürfen wir entdeckt werden? Hier kann man nicht hochklettern, okay. Ich probiere mal was aus. Aber das hat nicht so gut geklappt. Ach ja, guck mal. Shit. Der da. Nein, nein, nein. Ich bin niemand. Ich bin der Hausmeister hier. Oh. Hausmeister. Kann man hier nirgendwo hochklettern? Nee, kann man nicht. Du hast hier oben nichts, den Entführer. Ich weiß, deswegen will ich ja weg. Ich bin ja schon weg, Freunde. Der Hausmeister darf ja wohl hier rumlungern.
Also wirklich. Huch. What? Wie cool ist das denn? Den hatten wir im letzten Teil auch, aber ich habe den nie benutzt. Ich habe den nie benutzt. Übrige Templer im Dorf. 9 von 9? Was heißt das? Soll ich alle umbringen? Auf Bäume kann ich nicht klettern, oder? Nein, das geht nicht. Die Steuerung ist wieder ein Traum. Ich wollte es nur mal sagen. Wir verfolgen die erstmal. Alter, so laut, wie wir hier rumfallen. Was zum... Okay. Die Steuerung ist immer noch... Daran haben sie nichts geändert. An der Steuerung. Das hätten die ruhig mal machen können. Okay. Ich verfolge die immer noch. Oder muss ich die umbringen? Die führen mich ja zu diesem Hauptmann, glaube ich, oder? War es nicht so? Wahrscheinlich verkacke ich. Wahrscheinlich verkacke ich diese Mission, weil ich es eben falsch mache. Nein, das war richtig. Niemand darf gehen, bevor der Assassine tot ist. Habt ihr verstanden? Signum Kiri Lochaye. Anscheinend hat er uns gefunden. Ja. Darf nicht scheitern. Die ist nicht gescheitert. Guck mal, wie alt der Ezio geworden ist. Wow. Ich meine, ja, klar, macht Sinn, aber... Das ist schon krass alt. Oha. Festhalten. Okay. Was machst du da? Okay, das ist cool. Oh. Oh nein. Ja, das mache ich doch schon die ganze Zeit. Na komm. Das hat weh. Das tut auch weh. Shit. Das habe ich gespürt. Ja, das auch. Wirklich, lenken ist da nicht wirklich drin. Wenn ich auch noch nach vorne will. Komm. Schneller! Nur noch ein Stückchen, Ezio. Aber das muss übel wehtun, Mann. Über diese Bretter. Na komm, gleich hast du's. Komm, nur noch ein Stück. Alter, ich drück die ganze Zeit nach vorne. Weh, das klappt jetzt nicht. Renn, du alter Klipper! Nur ein Kratzer. Ja, klar. Weg! Autsch! Oh mein Gott! Zieh dich hoch, Mann! Da geht doch. Näher! Weg! Halt! Fahr zur Hölle! Wow! Na, das nenne ich mal Vorgesetzten. Das hat weh. Aber nur kurz. Ich hab ihn. Okay, nice.
Tempel abschütteln. Kriegen wir hin. Weg mit dir. Autsch. Das war gut, glaube ich. Yes. Sehr gut. Oh. Ich soll also weiter ausholen. Ja, komm, ich hole aus. Und... Shit. Komm schon nach rechts mit dir. Nice. Ich leck einfach nur nach rechts. Ezios Kutsche, ich bin gleich kaputt. Und ich bin kaputt. Wieso ist hier meine Kutsche so kaputt? Alter, ich hab... Nur... Was? Wie weit soll ich denn ausholen? Das ist alles nur, weil Ezio alt ist. Das ist der einzige Grund. Schon wieder. Oh, man darf nicht über diese Hubbel fahren. Okay. Nimm dies. Schnauze. Okay, das war nicht gut. Links rum. So, besser? Ja, das war ganz gut. Also noch weiter ausholen kann ich nicht. Sehr gut, jawoll. Das läuft doch schon viel besser. Das nicht so. Das überhaupt nicht. Alter. Wie soll das denn gehen, Mann? Ich bin schon wieder halb tot. Ich konnte den gar nicht umbringen, glaube ich, oder? Ich musste einfach nur überleben. Nimm dies! Du Bastard! Haltet ihn! Haltet ihn! Hat er jetzt echt... Oh! Ich dachte, hat er echt einen Stein geschmissen. Auch Ezio! Das sieht nicht gut aus, Ezio. Was sollen die Leute denken? Steh auf. Das sieht schon ganz nett aus. Aber 100% Synchro. Die harte Tour. Junge. Blocken. Ja, sollten wir vielleicht auch mal machen. Ich bin nur am Kontern. Lass die Straße keinen Moment aus den Augen. Habt ihr mich verstanden? Niemand darf hier durch. Ja, der ist echt nicht hübsch. Da! So. Seht, wer aus seinem Loch gekrochen kommt, um zu sterben. Er ist so gut wie tot. Erledigt ihn. Oh, er unterschätzt Bringt mich doch mir nicht. Seinen Kopf oder werft euch in die nächste Schlucht. Wow. Ich werf mich lieber in die nächste Schlucht. Verwundete Adler. Der Templerhauptmann Leandros hat sie zum Sterben zurückgelassen. Finden und eliminieren sie ihn und beschaffen sie das Tagebuch. Mindestens 5 Wachen aus einem Heuhaufen heraus eliminieren. Mal gucken. Jungs, wartet kurz. Ich muss mal gerade in einen Heuhaufen. Okay. Leute, ich bin zwar angeschlagen, aber ich bin immer noch der Kopf der Assassinen. Wow, der war nice, der Schlag. Ich habe gerade gelesen, das Dorf eliminieren. Moment. Ganz gefüllte Leichen zu plündern. Die haben bestimmt Medizin, oder? Deswegen soll ich das tun. Indisches Pulver. Ja, ist fast dasselbe. Ja, Gift, Wurfmesser, tolle Wurst. Gib mir Medizin. Habe ich keine Medizin? Ich habe keine Medizin, nein.
Der ist nicht gut. Der ist nicht gut. Alter, was war das denn für ein Brunftschrei? Da ist aber jemand rattig. Ich brauche Medizin. Unbedingt. Entdeckung. Ja, 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 das wissen wir alles schon. Ja, die können mich gerne sehen. Das könnte unser Mann sein. Ja, ich bin euer Mann. Tut mir leid. Gib mir ein bisschen Medizin. Ich hoffe, du hast Medizin. Wurfmesser. Lammblut hat er wenigstens dabei. Klar, ich habe auch immer so eine Ampulle Lammblut dabei, wenn ich durch die Straßen laufe. So. Oh, oh, oh. Früher war das einfacher. Und das glaube ich gern. So, kann ich jetzt... Was? Nein. Nein, 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 der ist mir egal. Ich will den plündern. Der hat bestimmt Medizin. Wurfmesser. Super. Super. Das brauche ich echt nicht. Ja, also 100% Synchro brauche ich jetzt nicht unbedingt. Der Adler sind zwei Gegner in Rot, Missionsziele in Gold, Verbündete in Blau. Gegner in Rot? Oh mein Gott, ist das Rot? Yo, das sehe ich echt nicht mit meiner Rotschwäche. Fuck. Ja, das ist übel. Ist hier irgendwo ein Heuhaufen? Ich sehe nämlich keinen. Oh, doch, hier. Na klar. Ich habe kein gutes Gefühl bei dem Kerl. Alter, spring rein! Das wäre ein gutes Gefühl. Das war dein letzter Atemzug. Schneller! Spring hier rein! Ich hoffe, der sieht die Leiche. Kommt er jetzt zurück? Ja, ja, ja. Schau es dir mal an. Langsam stapeln sich hier die Leichen. Tretet vor. Ich bin ja schon da. Tschüss. Okay, ich konnte nicht, leider ihn nicht aus dem Heuhaufen heraus, weil er zu weit weg war. Mehr Glück beim nächsten Mal. Wurfmesser voll. Alter, hat keiner von euch Medizin dabei? Was ist denn mit euch? Keiner muss sich heilen? Arabisches Pulver. Arabisches Pulver. Sorry. Oh. Ich wollte eigentlich... Ach, looten. Ich wollte looten. Der ist ja im Heuhaufen. Der dritte im Bunde. Na gut, komm. Ja, das mit dem Heuhaufen, weiß ich nicht, ob wir das schaffen. So, die sehen mich. Wo ist der Hauptmann? Ich sehe den Hauptmann nicht. Das hat er gar nicht gemerkt. Ciao. Oh, man kann auch die Wege sehen. Ich sehe gerade, wir können nicht klettern, weil er halt angeschlagen ist. Deswegen kann ich nicht klettern. Okay. Verstehe. Aber kann ich mich noch... Verstecken, untertauchen. Ja, yeah, das geht. Schön. Das geht also noch. Wunderbar. Jetzt ist trotzdem die Frage, wie komme ich? Verstecken Sie sich in Zelten oder Heuhaufen, um Ihre Gegner unsichtbar zu sein? Ja, ja, ja. Kann man die irgendwie zu sich rufen? Oder kommen die von selbst? Der kommt jetzt von selbst. Und das ist dein Verderben, mein Freund. Tschüss. Den haben wir. Okay, wo muss ich... Muss ich jetzt hier lang?
Vielleicht hier. Oh, der Hauptmann. Der Weg des Hauptmanns. Alles klar. Wir sind ihm auf der Spur. Tschüss. Ich gehe mal weiter, ne? Kein Problem. Wir hinterlassen eine Spur aus Leichen. Kann es sein, dass du wirklich so tödlich bist, wie die Legende behauptet? Das kann sein. Oder kommandiere ich ein Heer von Säufern mit Holzschwertern? Das auch. Genau da lag Ezio. Jetzt gibt es keinen Ausweg mehr. Nicht für mich und nicht für dich. Tötet das Schwein, bringt ihn um! Ja, ja, komm her. Kommt her. Stirb. Kommt her. Da! Packt ihn! Junge, das Gebiet nach Medizin absuchen. Alter, der Move gefällt mir richtig gut. Leichen zu plündern. Ah, vielleicht haben die ja jetzt Medizin. Maybe. Hab schon. Medizin! Let's go! Das ist schon besser. Den Templer, schon wieder Medizin, klasse. Oh ja, ich nehme dich mal mit, komm mal mit. Ich leg dich mal auf deinen Kumpel. Ne? Dann habt ihr es auch gemütlich. Warnung, Sperrgebiet, ja, das ist mir klar. Jungs, Mädels, ich bin froh, wieder hier zu sein. Wo kommt der her? Ja, ich so komme... Wie der aussieht, dieser... Sieht aber nicht so aus. So, Freunde, ja, ich weiß. Ey, warum wissen die nicht schon längst, dass ich hier bin? Ganz ehrlich, warum wissen die das nicht? Der Hauptmann hat hier so rumgeschrien. Das macht ja gar keinen Sinn. So, tschüss, komm mal her. Ja, waren das alle? Oh, ja, das war gut. Unentdeckt geblieben. Klasse. Ein Meister-Assassine eben.